sogar Huckepack, als der Abhang zu steil wird. Am nächsten Tag brechen wir auf in die ärmste und gefährlichste Gegend des Kongo. Für 175 Kilometer Lehmpiste nach Kamituga brauchen wir im Konvoi mehr als 6 Stunden. Immer wieder müssen unsere Gastgeber dabei kleine Militärparaden von lokalen Armeeeinheiten abnehmen. Access! Tout par la vie, terminé! Prise aux ordres! Und die Zivilbevölkerung zeigt ebenfalls ihre Freude. Also das ist spontaner Empfang. Ich glaube, die wissen, die haben mitbekommen, also die kommunizieren alle. Und die haben bekommen, dass ich komme. Und das ist klar, dass sie nur, nicht nur begrüßen, aber die wissen, dass wenn der Gouverneur kommt, die werden irgendein Getränk oder irgendwas oder ihre Probleme schildern. In Kamituga sehen wir bitterste Armut. Hier leben Zehntausende in Slums. Und für viele ist das hier die einzige Hoffnung. Die Goldmine, die den Namen Prinzessin Odette Manyema Krempin trägt. Die Konsulin hat dieses Areal geerbt, sie will aber nichts damit verdienen. Ich bin sehr groß, ich weiß nicht, wie groß es ist, weil wir gehen bis diese was ist, Mountain, ja, gehört zu der Mining. Dann hinter gibt es noch einen. So, das ist sehr, sehr groß. Was passiert? Ich verdiene gar kein Geld mit dieser Mine. Wie ist es denn? Jemand kommt hier kommen und dann einfach Gold abholen. Hier darf also jeder auf seine eigene Rechnung sein Glück versuchen. Werkzeuge haben sie nur wenige. Ihre Haut ist hell vor Dreck und sie schuften den ganzen Tag. Und dann stellt uns Prinzessin Odette ihr wichtigstes Hilfsprojekt vor. Im Haus der Action Sayedia kommen vergewaltigte Frauen unter. Mariana Kabala hat sich bereit erklärt zu schildern, wie sie im Bürgerkrieg vergewaltigt wurde. Die Prinzessin übersetzt für uns aus der Landessprache Swahili. So, die Hutu-Rebellen sind zu Hause gekommen und sie war da mit den 8 Kindern, mit ihrem Mann. Und die hat die Frau erstmal vorgewartet und dann nachher den Mann umgebracht vor ihren Augen und die Kinder. 30 Frauen aus Marianas Dorf wurden an diesem Tag vergewaltigt und damit nicht genug. Nach örtlichem Brauch wurden die Frauen auch noch verstoßen. Wenn ein Freund gewartet ist, in ganz in Familie, sie konnte nicht zurückkommen. Sie muss in eine andere Stadt leben, weil sie es nicht mehr akzeptiert. Pro Jahr spendet Prinzessin Odette 18.000 Euro aus ihrer Privatkasse für diese Einrichtung. Damit können 150 Frauen mit ihren Kindern Unterkunft, Kleidung und Schulgeld bestreiten. Es sind diese Initiativen, die den Menschen von Kamituga eine Perspektive geben. Dafür wurde Prinzessin Odette mit dem Titel UNESCO-Friedensbotschafterin ausgezeichnet. Natürlich muss sich auch politisch vieles ändern im Ostkongo, aber die Prinzessin steht auf dem Standpunkt, dass die konkrete Hilfe für Menschen das Wichtigste ist. Deshalb wird die Frau aus dem fernen Frankfurt im Kongo so herzlich gefeiert.